Mahlzeit Leute, Gnomenbrigade wieder hier. Heute fahre ich die Ognevoy, den Ognevoy Kreuzer in Dienstgestell 1945. Man sieht schon, das ist so ein kleines Ding hier. Sieht relativ cool aus. Artillerie lächerlich, 2x230mm. Torpedowerfer, zwei Drillingstorpedowerfer, A533mm mit 4 km Reichweite. Eigentlich selten einsetzbar, weil also wenn man so nah rankommt, dann wurde man auf jeden Fall schon 2-3 Kilometer lang entdeckt. Und wie man sieht hier, ist ein relativ cooles Ding eigentlich. Also es sieht modern aus, aber ich hasse eigentlich alle russischen Zerstörer. Aufgrund ihrer extrem kurzen Torpedoreichweite. Jemand sagte mir auch mal, ja, die Dinger sind ja auch nicht dazu gedacht, jetzt um überwiegend mit Torpedos zu zerstören, sondern eher ja, Kanonenboote. Das sind Kanonenboote, seiner Meinung nach. So hat er mir das mitgeteilt. Und genauso kommen mir die Dinger auch vor. Ich habe selten schaffe ich es wirklich lange, mit denen am Leben zu bleiben. Und wenn ich was kille, dann eigentlich durch die Geschütze. Ich benutze dann meistens HE-Munition, weil ich hoffe, dass der noch irgendwie abbrennt. Denn mit AP wird es wohl eher nichts. Denn ich werde wohl nichts penetrieren. Obwohl ich habe noch nie ausprobiert, mit AP auf einen anderen Kreuzer, auf einen anderen Zerstörer zu schießen. Müsste eigentlich ja dann den Effekt haben wie bei AP auf mit dem Kreuzer auf einem anderen Kreuzer. Aber ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Und hier ist es ja so, ausnahmsweise mal, ist auch nicht häufig der Fall, sind die Torpedowerfer in der Mitte. Ja, gucken wir mal. Also, mir schwand nichts Gutes. Ich habe ein paar Runden gemacht, die waren alle relativ... Ja, ich muss meinen Gedanken zu Ende bringen, jetzt muss ich mich selber stoppen. Doch, ich habe einmal mit Torpedos getroffen. Aber war natürlich ein Schlachtschiff und waren nur zwei Torpedos und er hat noch voll Leben. Ich danach nicht mehr. Ich bin auch nicht sonderlich weit mehr gekommen. Also ich konnte nicht noch weg von dem. Ich mache danach höchstwahrscheinlich noch eine Runde, weil ich glaube, die eine wird nicht reichen, um das irgendwie vernünftig zu zeigen. Wahrscheinlich kann ich das überhaupt nicht vernünftig zeigen. Ich bin einfach schlecht mit diesen Dingern. Ja. Bei den Japanern geht es ja noch. Selbst bei den Deutschen sind ja auch die Deutschen dabei. An der Zerstörerfront. Und selbst mit denen klappt es besser. Ich finde, die sind einfach unterlegen hier, diese Schiffe. Obwohl sie am besten aussehen. Also ich finde die von der Optik her ziemlich gut. So, ich denke, ich werde jetzt irgendwie bei A reingucken hier. So, Torpedos sind geladen. Also meine Maximalgeschwindigkeit, wie man sieht hier, ohne Turbo, knapp 39 Knoten. Das ist schon recht schnell. Nur in dem Bereich sind andere Schiffe auch nicht viel langsamer. Nicht unbedingt jedenfalls. Und wenn jetzt einer hier, da fängt er schon an zu cappen. Hat wohl einer auch so gleich sein Turbo verbraten hier. Sein Boost. Ja, wie gesagt, ich mache wahrscheinlich dann noch eine Runde. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall noch eine Runde mache. So, wo ist denn der Typ jetzt hier? Da. Und schon geht's los. Boost aktivieren. Ja. Kaum was abbekommen hier. Und schon fällt hier die Hälfte aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da muss man natürlich ganz schön hier umprobieren. So, jetzt habe ich natürlich meine Torpedo schon rausgehauen. Und hier ist schon der nächste. Ich hätte hier nicht herfahren sollen und schon mal gar nicht als erster. Oder jedenfalls nicht mit diesem Zerstörer. Ich glaube, das ist hier gleich vorbei. Und da kommt Torpedos. Nein, das gibt's auch nicht. Oh scheiße, ich bin gleich weg. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Runde. Bis gleich, sag ich mal. So ein Scheißdreck, ey. Oh, das gibt's doch nie hier. Ja. So sieht's aus, ne? So, ich sagte, ich mache noch eine Runde. Jetzt hier Nordland oder wie die Karte heißt oder Norden. Also bei den Fjorden, bei den Wikingern. Das war dämliches Gelaber, aber das ist ja nichts Neues bei mir. Ja, ich versuche jetzt irgendwie tatsächlich mal ein bisschen länger am Leben zu bleiben. Eben gerade waren es, ich glaube, 2 Minuten insgesamt. Und nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, ich habe länger das Schiff vorgestellt und gewartet, um dem Match beizutreten, als dass ich letzten Endes doch unterwegs war.
Ich wurde schon geortet. Das heißt, ich werde schon irgendwo angezeigt als Silhouette, als Umriss. Aber trotzdem, ich werde jetzt nicht aufgeben. Ich habe das ja fast schon so weit fertig, dass ich hier demnächst dann auch das nächste Schiff, also den nächsten Zerstörer kaufen kann. Ja. Fragt er nach dem Plan. Pläne gibt es hier nicht. Hier fährt doch jeder, wie er will. Ich habe auch überlegt, weil ich habe mir jemanden angeschaut, als ich dann zerstört wurde. Nicht in dem Match, aber in einem anderen Match. Und der hat überwiegend versucht, die Basis zu verteidigen. Als er jetzt versucht hat, noch anzugreifen mit den Torpedos. So, ich versuche hier mal zu cappen. So, erstmal langsamer fahren. Sich nicht aufdecken lassen. Das Blöde ist, wenn natürlich auch andere mit reinfahren, das kommt ja auch oft vor, mit ihren größeren Schiffen, die schon längst geortet wurden und entdeckt wurden, und dann versuchen sie mitzukappen und ständig wird das zurückgesetzt. Und man ist froh, dass man nicht entdeckt wurde und ja, bis dahin kommen dann andere Zerstörer und hier ist dann Feierabend. Was sind das für Torpedos? Hoffentlich von den Kollegen hier. Ja. Nebelwand gelegt. Wieso kamen jetzt hier Geschosse an? Ich gehe mal von aus, sie haben einfach ins. Ich glaube, die haben ins Blaue geschossen, weil hier meine Nebelwand ist. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Gut, eingenommen haben wir. Oder ich. Ich brauche Feuerunterstützung. Nee, er war mit bei. Hoppala. Fast an meine eigene Spucke verschluckt hier. Verstanden. Kommen Ihnen zur Hilfe. So, da sind welche. Ich versuche jetzt mal. Ah ja. Okay. Ist schon ein Babutski. Manchmal nervt es auch, einige knallen ihre Torpedos raus, obwohl man direkt vor denen ist. Und dann kommt ja der Spruch wie, ja, du bist doch so schnell, hättest du da ausweichen können. Ich denke, das ist immer. Ihr rafft auch nichts mehr hier. Da könnte ich ran. Könnte ich den locken, aber ich weiß gar nicht, ob ich dazu in der Lage bin, überhaupt befugt bin, den herzulocken. Und in so eine verkackte Gneise. Und die schnellen Schuhe anziehen. Oh Gott. Uiuiuiui. So wie ich einmal mich bemerkbar mache, rasten die alle aus und dementsprechend schnell bin ich dann auch weg. Gut, ich werde jetzt einfach draufhalten. Ich hoffe, dass ich schnell genug wegkomme. Oh, ich habe mal einen Brand entfacht. Das ist ja auch schon mal was. Haben wir schön gesehen, wie gerade die Geschosse vorbeizogen. Ich werde jetzt draufhalten, solange es geht. Schaden mache ich eigentlich keinen hier. Brand hat er auch schon gelöscht. Mit Torpedos brauche ich gar nicht versuchen. Vielleicht mache ich noch eine Runde, weil. Für mich ist das so, dass es also russische Zerstörer sind für mich die Schiffe, die am schwierigsten zu fahren sind. Gut, ich mache jetzt hier lauter Treffer, aber das bringt auch kein Geld. Vielleicht ein bisschen Ehre im eigentlichen Sinne von er hat sich geopfert oder so. Manfred von Richthofen mäßig. Okay, ich gehe davon aus, dass er cappen will. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er jetzt denkt, dass ich nicht angreife, weil ich Schiss habe und sowieso recht schnell weg wäre. Da hat er sogar irgendwie recht, wenn er so denken würde. Aber ich will verhindern, dass er cappt hier. Muss ein bisschen näher ran. Jedenfalls bin ich jetzt erstmal runter vom Radar hier bei ihm. Okay, ich habe ihn wieder in Reichweite. Entweder ist er da gegen die Insel gefahren oder versucht,
die Insel als Schutz zu benutzen und theoretisch nur so halb reinzufahren. Ich glaube, der feuert noch. Und, nee, doch, er will reinfahren. Ich glaube, der hat gedreht. Shit. Auf jeden Fall muss ich ihn irgendwie am Cappen hindern. Noch ist er ja nicht drin in der Zone. Der fährt zurück. Der ist tatsächlich dagegen gefahren. So, ist knifflig hier. Brände gibt es auch keine mehr. Wenn man sich die North Carolina so anguckt, dann sieht sie auch so aus, als würde sie relativ schnell fahren. Ich selbst habe sie ja noch nicht, von daher kann ich das jetzt nicht beurteilen. Doch, ich habe sie schon gehabt. Shit. Jetzt drehen die alle ab hier. Natürlich so schnell unterwegs ist, muss man natürlich dementsprechend... Okay, einmal verteidigt. Scheiße, von der anderen Seite, da kommen ja auch welche. Jetzt erst auf der Minimap gesehen. Naja, dann gibt es hier halt mal drei Runden. Mein Gott. Aber immerhin schon mehrmals verteidigt. Ich meine, das ist das erste Mal seit einer ganzen Weile, dass ich irgendwie so eine Art Nutzen habe. Oh ja, ich kriege ins Maul, aber nicht von dem. Und scheiße, da sind sie. Ich habe vergessen, dass die noch kommen. Das war's dann wohl jetzt auch gleich hier. Oh ja, das kriegt auch keiner mehr hin hier. Hier kriegst du auch noch einer in die Fresse, Junge. Einfach nur aus Verzweiflung die Torpedos abwerfen. Die werden ja eh nicht reinfahren. Oh, shit, shit, shit. Das sind die ganzen Sekundärgeschosse, die Sekundärgeschütze, die jetzt schon schießen hier. Jo, das haut mich weg. So schnell komme ich nicht raus, tatsächlich. Ja, dann machen wir hier halt noch eine Runde. Also, bisschen kürzer, ne? Ciao, ciao. Ja? So. Ich bin echt gespannt, ob ich jetzt was wegkriege hier. Ich bretter gleich so, ah hier. Ist ja nur Koop, ne? Da stirbt man ja nicht. Ich bin noch nicht drin. Das weiß ich doch. So ist das halt mit Windows 95. Ja. NT. NT war da vorne. Ja. Jetzt weiß ich, obwohl die Hintergrundgeräusche immer herkommen. Das ist ein 56K Modem. Oh Mann, ey, ich weiß noch früher. Als ich hier erst einen Internetanschluss von der Telekom hatte, ich wollte hier, was war das? DSL 2000, ne? Mhm. Die haben mir dieses scheiß Modem nicht mitgeliefert, ne? Mhm. Und nur mit dem Modem hatte ich aber auch die Flat. Aber weil das Modem nicht mit bei war, dachte ich mir, okay, machst du erstmal 56K von Madame damals ran, ne? Oder permanent online, 2 Wochen lang, aber alles über Telefonleitung, ganz normal, ne? Mhm. Ja, so sah auch die Rechnung dann aus. Na, hatte ich auch nicht mehr lange Internet da. Ah, passiert. So, ich hoffe, dass ich wenigstens einen versenkt kriege hier mit Torpedos. Mhm. Ich habe auch nur zweimal so Boost hier, weil mir schon die Kohle ausgeht. Oh, das ist ein Fuso. Also muss ich gut einschätzen, wo ich was... Also wann ich den einsetze. Ja, der kappt jetzt hier, okay. Ach, hier sind Flugzeuge. Ja, hier ist ein Flugzeugträger. Komm, Fuso. Gott, jetzt wurde der getroffen. Jetzt dauert das noch länger hier. Das gibt's doch gar nicht. Pass mal auf. Einmal Rauch legen hier. Nebelwerfer gestartet. Ich bin entdeckt worden. Boah, kommt die irgendwann raus da aus? Hinter der Insel? Die Fuso? Also für mich ist sie ja draußen. Ja, du bist ja auch ein bisschen schneller, ne? Ja. Aber wieso sehe ich die nicht? Jetzt bitte. Scheiße,
Was ist hier los? Was hier? Wieso sind hier Torpedos? Der knallt hier Torpedo aus, dieser Tempel. Die hat mich getroffen. So, ich gebe jetzt mal Vollgas hier. An dieses blöde Schiff ran. Ich muss so nah ran, das gibt's gar nicht. Okay, aber super, er hat gerade geschossen. Ich glaube, der Depp knallt hier ständig seine Torpedos raus. Sie brennt, sie brennt. Ich hoffe, meine Torpedos, ja, das könnte gut. Ja, ja, Ich muss gleich mal weg hier. Verreck doch einfach, Junge! Echt jetzt? Danke! Hey, freue ich mich. GZ. Für mich, ne? Danke. Ja, gerne doch. Bin nicht so wie andere, die dann sagen, scheiße, warum klaust mein Kill hier? Ich mach mir die Mühe und so, ne? Hallo, ich habe auch die ganze Zeit dort drauf geschossen. Ich habe ja auch nichts anderes behauptet. Ja, doch. Ich sag dir auch, ist ja nicht meine Art, jetzt so zu sein. Nee, 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 klar, natürlich nicht. Aber weißt du, viel Spaß dabei. Ich fahre jetzt zum Flugzeugträger. Bei dir kommt einer raus. Links. Ja, ich sehe. Das sind zwei, nicht nur einer. Die können ein bisschen öfter schießen hier. Als ich. Immerhin zwei Torpedotreffer. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Torpedotreffer mit dem verdammten russischen Kreuzer Zerstörer gemacht habe, ne? Oh, irgendwann 1800 Blumenkohl gewesen sein. Tja, da guckst du, ne? Oh. Oh. Ich. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich sehe gerade, wie dieser KI-Zerstörer im Kreuzer von uns verfolgt. Das sieht auch witzig aus. Ey, glaub mal, wo ist der Typ hier? Der ist ziemlich nah an mir, ne? Ah, hier sind Bomber. Bloß meine Sicht ist ja auch so relativ limitiert hier. So, jetzt bist du fertig. Immer noch nicht. Fuck. Oh, scheiß Insel. Ah, da ist er. Drecksau. Boost not available. Lade doch nach, du. Schönes Schiff. Oh, das war meiner, Mann. Unser Sieg ist in Sicht. Weißt du, was jetzt der Nachteil ist? Was? Ich bin einfach so kacke schnell rangefahren. Ja? Dass er das mitbekommen hat. Oh. Soll ich zu dir? Nee. Nicht. War ja gar kein Kill mehr hier. Ich muss irgendwie. Der dreht halt nur, der hat mich zu schnell gesehen, dadurch ist er voll losgegangen hier, ne? Wie nur einmal getroffen. Ah, ich fahr zu dir. Lass das mal bitte. Das machst du absichtlich! Ich hab nur einen Kill, was willst du? Ja. Ich hab gar keinen. Was hältst du denn davon? Ja, für mich lohnt es sich nicht da, diesen Schlachtschiff zu beschießen.
Ahnung. Aufpassen hier. Die sind noch lauter Zeit, ne? Ja, will er da jetzt hindrehen, ja? Wohin drehen? Das weiß ich auch noch nicht. Verdammt. Kein Treffer. Oh. Sollen die sich mit dem... Oh, Torpedo versenkt! Nein! Hä? Ich dachte gerade, habe ich jetzt einen Zitadellentreffer mit einem Torpedo gemacht? Kann nicht sein. Tja. Ha! Es ist ja nur noch einer da, ne? Die Tirpitz. Ich überlege gerade, ob ich hier noch ein bisschen rumcruise und einfach die Flugzeuge abschieße. Treffe ich den oder treffe ich nicht? Treffe ich den oder treffe ich nicht? Ah! Oh. Ja. Oh, das war ein paar Millimeter, ne? Tja. Tja. Bist du der Erste da? Ja, weil ich die ganze Zeit in Action war hier. Ah, und ich nicht, oder was? Aber offensichtlich nicht so wie ich. Ja, das ist doch so. Guck mal, Zerstörer, die haben es auch ein bisschen schwerer, weil sie eigentlich nichts aushalten. Ja, zwei Treffer und das ist ja Feierabend in dem Sinne, ne? Und weil ich die ganze Zeit vorgefahren bin und dann noch mit dem einen und dann mit dem anderen im Clinch und dann noch den jetzt so lange beschossen und so, ne? Und dann kommt das sowas zustande. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst kein Abo. Das würde mir nicht helfen. Nö, gar nicht. So, sagst du jetzt mal tschüss. Tschüss. Und so sieht's halt aus, wenn man tatsächlich mal was trifft mit so einem scheiß russischen Zerstörer. So, viel Spaß noch beim Zocken, ne? Ciao. Tschüss.